Ja, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls. Hi. Remaster, Captain aus der Gunters Corner, der Fellow ist dabei. Warum dachte ich gerade, du hast Grimasse gesagt? Dark Souls Grimasse. Dark Souls Grimasse. Doppel der Boom. Was war denn hier beim Sound los? Doppel der Boom. Hä? Der Boden hat geblutet. Der Boden hat geblutet. Ah ne, das war nur die Erde. Die Erde weint, der Boden hat geblutet. Der Himmel weint. Das ist aus Visions of S geflohen. Ich habe mir endlich gemerkt, wie dieser blöde Anime heißt. Mit dem Katzenmädchen und so. Mit dem Katzenmädchen, ja. Wo sie da nach oben guckt und dann, der Himmel weint. Das ist die einzige Szene, die bei mir im Kopf geblieben ist. Der Rest weiß ich nur, das ist so anscheinend so eine, sowas ähnliches wie Evangelion, weil es halt Mech-Suits hat. Ich habe Evangelion nie geguckt, also kann ich mir dazu eigentlich gar kein Urteil bilden. Oder habe ich mal die, ich glaube, ich habe mal die erste Folge sogar gesehen. Wow. Ja. Oder ich habe sie auch nur halb gesehen und dann kam irgendwas dazwischen und ich habe nie weitergemacht. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, sehr vorsichtig. Gerade eben kam mir die beiden Hunde auf der Treppe entgegengesprungen. Das hier mal auf? Ah, jetzt. Ja, ja, das dauert ewig, ehe du da angekommen bist. Jetzt musst du ja auch erst an den beiden Banditen vorbei. An den beiden Verdienten vorbei. Er kennt die Running Gags. Andere Seite. Ja, nee, da steht einer. Ich gehe hier lang. Aber da ist nichts. Das ist eine Tür. Ja, aber da kommst du nicht rein. Yo! Passwort! Liegt da. Hm? Liegt da nicht was? Nee, das ist nur... Das ach, die Wand. Ja, okay. Ja, genau. Textur von der Wand. Ich dachte, das ist Textur von dem Boden. Irgendwie so von so einer Holzdiele oder so. Aber es war halt... Ja, ich bin der Holzdiele. Willst du ein bisschen Holz? Feinstes Mahagoni. Und ein bisschen Esche. Esche. MC Esche. Und ich hab auch... Ha. Ich hab auch Birkenstoff. Aber pssst. Das war genau der falsche Moment, um zu trinken. I see. Ich will, dass es weiterlebt, dammit. Ich muss sagen, ich... So ein bisschen, ne? Ich vermiss den Quatsch, den Shenmue immer mit einem gemacht hat. So ein Shenmue 4, ich könnte nicht ja, Shenmue 4. Ja, so ein Shenmue 4 könnte ich jetzt auch machen. Ja, ne? Das wär nicht verkehrt. Und du kommst nicht halt durch. Einfach, ja, halt einfach rein mit dem Falkenschnabel. Oder das. Jawohl! Na gut. Sei doch einfach reinhalten! Okay, Yeah. Okay. Man sieht nichts und dann geht's sofort los. Genau, dann kommt. Alter! Das war ja noch schlimmer als bei meinen Versuchen. Ja. Ich hasse diesen Kampf. Du musst halt direkt reinrollen in den Raum quasi, irgendwie. Naja, du musst halt entweder nach rechts wegrollen. Ich glaube, habe ich so immer gemacht? Also jetzt bin ich ja gerade, habe immer versucht, direkt zur Treppe hinzurollen. Das hat immer so okay funktioniert. War jetzt aber auch nicht der super Oberknüller. 8 Wochen. 8 Wochen sind 8 mal 6 sind 48. Ne? Ja. Meine Furze riechen würzig. Das ist schön. Das heißt, da sind wir noch mitten in Bugsnacks. Also, nee, okay, gut. Also, ist schon ziemlich versetzt noch. Aber da müssten wir auch schon so bei den ersten 10 Folgen von Bugsnacks gewesen sein. Genau. Salami, Sala. Ihr seid doch alle nicht mehr richtig. Da steht er plötzlich einfach neben dir. Ja. Jawohl. Was? Der Hund hat geblutet? Der Hund hat geblutet? Ja, der zweite Hund hat geblutet. Ja, du hast zugehauen. Und, oder es war der Capra Demon, der geblutet hat. Das kann auch gut sein. Ich habe nicht gesehen, dass du den getroffen hast. Ja. Komm ab.
Kann ich von hier oben eine Drop-Attacke machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, also er hat, glaube ich, keine Animation dafür. Uah. Wobei, die werden natürlich das auch nicht umsonst eingebaut haben, dass man da nach oben kann eigentlich, aber... Naja, das kommt meine Originalfrage zurück von letzter Folge. Was war zuerst da? Der Raum oder Jerry? Was? Das ist ja aber Quatsch. Panzer, Panzer, Panzer. Ich find's schön, wie du im Spiel nicht nach hinten rollst, aber in echt nicht nach hinten fliegst. Solltest du genug Zeit haben, wenn du oben bist, zu trinken? Zeit ist immer da, der macht ja nie was. Huch! Fuck you! Ich bin noch Köte! Du bist nach oben! Naja, macht irgendwas. Das waren zwei oder drei Nein! Treffer. Roll weg! Roll! Roll, Junge! Roll! Trick, spring, spring, roll! Wo roll ich hin? Estus! Spring! Weg! Jetzt macht er wieder den hier! Jetzt mach ich den! Und dann klopp ich nochmal! Und dann... Deckung! Jetzt! Warte! Ich krieg ihn! Warte, ich hab ihn! Jede Sekunde! Jetzt mach er den! Mach doch den! Mach ich den! Und dann richtig du. Cool! Katharin, tanzt das! Jawoll! Jawoll! Oh mein Gott, das war richtig gut gemacht! Richtig gut. Und wie viele? Zwei? Ich glaube, das war dein zweiter Anlauf bei ihm. Ich glaube, mein zweiter, vielleicht dritter. Richtig gut. Wir haben es auf Band. Awesome. Richtig awesome. Ich bin richtig stolz auf dich jetzt. Vielen Dank. Oh mein Gott. Ah, 7000 vielleicht erstmal Bonn linken. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob hier unten direkt ein Bonfire ist in den Tiefen. Das dauert ein Ticken, oder? Du geh vorsichtshalber zurück. Das ist auch nur mal sicher. Und sterb auf dem Weg dahin. Klink, spring, roll. Ich habe überlegt, einen Witz zu machen, aber ich wollte dich nicht aus der Verfassung bringen. Du warst so konzentriert gerade. Irgendwie sowas hast du gesagt. So irgendwie trink, spring, roll hast du gesagt. Es ist auch so gut. Trink, spring, roll. Ey, mega gut. Mega gut, dass du das geschafft hast. Ah, richtig. Premium. Das ist. Rechts war die Tür. Naja, ja. Jetzt gehe ich zum Feuerling. Ach ja, stimmt. Wo man hier. Hau ab, du! Stiesel. Trink, spring, roll. Das ist gut, also wenn du dir das dann nochmal anguckst, dann. Das ist so ähnlich wie als du in Heavy Rain die ganzen Quicktime-Events geschafft hast an einer Stelle mit dem Boxen. Hui! Trink, spring, roll. Man, das Ding säbelt aber auch irgendwie durch alle Gegner durch. Ja. Das ist ja das Gute an so einer Hellebarde oder dem Falkenschnabel halt. Ja. Oh, ran. Ah, ich hatte halt so zwischendrin, weil wir so konzentriert waren, war so in meinem Kopf so, wir haben jetzt schon verdammt lange irgendwie nichts gesagt, aber was soll ich jetzt kommentieren irgendwie? Und da habe ich so die ganze Zeit überlegt, so, ja, das ist so, aber wenn ich jetzt irgendwas sage, könnte ich ihn vielleicht aus der Verfassung bringen, besonders wenn es irgendwas Lustiges ist. Und dann sagst du in dem Moment, Trink, spring, roll, und ich so, nein, beiß sie auf die Zunge. Oh, wir können, glaube ich, zweimal fast. Naja, genau. Ja. Okay, was wollen wir? Also ich sag mal so, die Kondition ist ja bei uns nicht höher gegangen, nur die Belastung. Also theoretisch könnten wir noch, brauchen wir Stamina? Ist uns jetzt Stamina oft ausgegangen? Also ich kam gerade eigentlich ganz gut klar, aber... Guck erstmal bei Beweglichkeit, wie viel Stärke 1 hochgeht. Drei Punkte und danach? Wir haben 179 auf 182. Und danach? Auch nochmal 3. Ja.
Ist eigentlich ziemlich gut. Das sind 6 Punkte halt insgesamt. Oder wir machen halt erstmal Vitalität, damit wir ein bisschen mehr aushalten. Ein Vitalität, ein Beweglichkeit? Ja, warum nicht? Ja, oder? Also, ja, ja das ist. Komm, hau, ja, ach, ja ist immer. Ja, ja sowieso. Herein. Gut, was bei Stärke passiert. Stärke ist schlechter. Beweglichkeit. Ja. Und weil, unsere, weil unser Falkenschnabel halt damit skaliert. Der Falkenschnabel. Yeah. So. Kukuku. Wollen wir kurz. Das? Kurz? Katakomben machen? Nee, okay. Wollen wir kurz zum Schmiedchen? Oder wo wolltest du hin? Nee, bringt uns der Schmied ja schon was? Entschuldige. Wo willst du hin? Dem soll er ja das Ding geben. Ah ja, kannst du gerne machen. Weil, bevor ich jetzt. Ja, ja, mach weiter, mach weiter. Solea, Solea, der ist. Ja, ich weiß, wo er ist. Hinterm Drachen. Was ist der schnellste? Hinterm Drachen. Oh! Vorsichtig sein, bis man den drückt. Ja. Hi. Hello there. Hello there. The gaze of the sun. The sun is a wondrous body. Like a magnificent father. Like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Man kann ihm das nicht geben? Ich dachte. Okay, er sagt immer noch weiter dasselbe. Tja. Ist aber komisch, er gibt einem doch normalerweise die Geste und dann weißt du auch, dass der... Haben wir die Geste vielleicht schon? Ich weiß, wo war nochmal das Gestenmenü? Ich vergesse das immer wieder. Ach, Select war das, ja, richtig. Herbeirufen, nach unten zeigen, nach oben zeigen, vorwärts. Du kannst aber auch mit Y wechseln. Verbeugen, Freude. Das ist der Katharin-Tastisch-Sprung. Hurra! Freude. Schulterzucken. Na, sieh mal an. Die haben wir noch nicht. Ja, interessant. Sehr interessant. Tja, vielleicht später. Ja. Nun, also ich bin der Meinung, das war hier. Und ich bin auch der Meinung, dass man das machen muss, um die Quest weiterzuführen. Schauen wir einfach dann mal. Oh, wie das Licht durch die Wolken bricht. Na, Sepenia, Mama, die geht was. Jetzt, Miaua. Na. Ich bin Rennauto. Na, 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 na. Na, 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 na. Schmied, haben wir gesagt. Genau, entweder Schmied oder du versuchst schon zu den Tiefen irgendwie zu gehen. Genau, Schmied von hier aus ist schwierig. Ja, du könntest den halt rechts runter den Weg wieder zurückgehen und dann halt durch Feuerlink halt den Easy Weg über den Aufzug und so. Sonst müsstest du halt hier den ganzen Kladderadatsch durchlatschen. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man den Drachenrun beim zweiten Mal nochmal schafft, wenn der da sitzt. Ja. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das ist dann ziemlich fest, dass er sich dann immer killt. Weil er einfach viel zu schnell hintereinander angreift. Also. Ja, jetzt hier umsonst zu Solaire gegangen, nur um den Weg wieder rückwärts zu laufen. Das ist so ist das manchmal. 1337 Lied. Der Kind hat gerade voll das Pog-Champ-Face gemacht. Er war richtig. Oh, das hätte man fotografieren müssen. Aber wie du auch so langsam von deinem normalen Gesicht in dieses gegangen bist. Da muss ich mir das angewöhnen. Oh, eine Höhlenkriegerrüstung. Sehr gut. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Die haben wir, glaube ich, tatsächlich schon zweimal gehabt oder so. Mindestens. 2009 war kein so verkehrtes Jahr. Im Vergleich zu den letzten paar Jahren? Nee, 2009 war ein richtig beschissenes Jahr, wenn ich drüber nachdenke. Was war denn 2009? Eine Sache, die ich jetzt hier nicht erzählen werde. Okay. Aber ja, eigentlich war 2009 ein ziemlich beschissenes Jahr. Naja. Jetzt haben wir 2022. Und es wird irgendwie... Man denkt, hat sich so gedacht, so 2020, yeah, das wird ein cooles Jahr. Dann kam die NSYNC Retribution Tour. Und jetzt wird es ja immer noch schlimmer. Man denkt so, es kann ja eigentlich gar nicht so schlimmer werden als 2020 und 2021. 2022 scheint noch ein schlimmeres Jahr zu werden. Es ist schlimm. Es hört einfach nicht auf. Oh. Der hat eine Gang. Und da hinten ist die Frau, von der er geredet hat. Oh, eine Gang und eine Frau. Oh, hello. Hi. My guests have finally arrived. Okay. I will be departing. You're finally awake. So,
I'm afraid I will be saying goodbye soon. Ja, mach's gut. It was a pleasure. Red nochmal mit ihm, gib da eine Goldmünze. Oh, hello. Miracles, I presume? Yes, I know. Ich nicht. Rede mal noch weiter. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. Nicht genug. Nein. I'm afraid that may be difficult. For our missions are sacred. Kannst du eigentlich mit ihr da hinten reden? Warum hat eigentlich die da so einen kleinen Kopf? Und dann diese Person. Absolut ja. Riesige Rüstung. Ja, das habe ich mich auch schon jedes Mal gefragt. Diese Person, das ist, glaube ich, keine Frau. Schwer zu sagen. Na, wer weiß. Guck mal in die andere Richtung. Na, du kannst ja mit ihm reden. Oder? Ich traue niemandem. What have we here? You look awfully raggedy. Raggedy? The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Ich hab Strumpfhosen an. Kannst du mit der Lady eigentlich reden da hinten? Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie... Töten die mich, wenn ich mit ihr rede? Nee. You are undead as well. Ich wollte gerade sagen, sie nicht töten, aber du meintest, sie töten dich. Ist gut. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Ja, auch untoter Fluch. Did I not explain the urgency of our tasks? Who are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Eure Aufgabe ist es hier, an den heiligen zerstörten Vasen zu beten. Oder? Genau. Okay. Anscheinend. Dann will ich die Herren nicht weiter stören und die Dame. Außer dich. Ja. Okay, Schmied. Das ist eine sehr langsame Folge heute. Voll die Action am Anfang. Ja, und dann mit einmal so, oh ja, jetzt ist es spannend. Sämtliches Tempo rausgenommen. Ja. Katharina, du hast es mal wieder getan. Ich dachte, das war jetzt irgendwie so Pokémon-Kampf gewonnen. Tot. Klingt langsam mehr ausholt. Oh. Aber wie schon mal gesagt, bevor wir jetzt beim Schmied irgendwas machen, natürlich erstmal an Bonfire sitzen, denke ich, oder? Nee, wo wollen wir jetzt hin als nächstes? Ah nee, wir wollen ja nach unten in die Tiefen und so. Ja. Bonfire ist dann Quatsch, würde ich sagen. Willst du dich quasi zurück, Homeward Bone? Was war das? War das letzte Bonfire, an dem du gesessen hast? Das Linkfire Shrine. Fast, ja. Ja. Eigentlich egal welches von den beiden, ob Linkfire Shrine oder. Oder das hier? Firelink Shrine. Ja. Linkfire! Dieses Linkfire-Schwein. Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass wir erstmal die beiden Waffen nochmal miteinander vergleichen, wie das Scaling ist und sowas. Ah, ja. Den Falkenschnabel und die normale Hellebarde. Und vielleicht auch das Claymore? Genau, erstmal in das Menü. Ich weiß genau. Nicht. Ja. Scaling ist C auf Beweglichkeit. Was natürlich für uns dann besser ist. Geh mal auf die. Da brauchen wir 32 Stärke. Also das ist eher eine Stärkewaffe. Bis wir da ankommen. Ja, das dauert für gewöhnlich wirklich relativ lange, wenn du nicht direkt auf Stärke gehst. Und da wir eher auf Beweglichkeit schon angefangen haben zu scalen. Achso, wir haben jetzt erst die 18 Beweglichkeit dafür. Dann die normale Hellebarde. Die hat auf Beweglichkeit... D. Und der Falkenschnabel? C. Okay, das heißt, der Falkenschnabel ist für Beweglichkeit definitiv besser. Das Claymore hatte ich noch überlegt, genau, weil da hatten wir ja auch vorhin. Ja, was denn? Das hatten wir ja auch gefunden. Ja, Astoras Schwert, stimmt, hatten wir auch. Das hat CC. 14 auf Wille oder was das ist? Ja, auf Wille. Nee, komm, sowas ist Quatsch. Claymore. Auch Doppel-C. Doppel-C, ich würde fast was sagen. Was besser ist, oder?
Das weiß ich nicht. Naja, C in beiden ist natürlich besser, weil dann können wir. Allerdings war bei Stärke D, ja. Aber wir scalen ja eh mehr auf Beweglichkeit, besonders wenn wir dann später die große Sense wahrscheinlich haben. Was hier halt besser ist, ist die Schadenrippe. Also ich persönlich bleib wahrscheinlich eher bei Einhänderschild. Mit der Hellebarde. Ja. Na, dann bleiben wir dabei. Okay. Also jetzt beim Falkenschnabel im Spezifischen. Okay. Würde ich sagen. Der ist Tutti. Jo. Wie man so schön sagt. Okay. Würde ich sagen, leveln wir den mal ein bisschen auf, um uns nochmal ein bisschen stärker zu machen. Kaufen wir uns erstmal. Ich weiß gar nicht, wie viele Shards wir jetzt gerade brauchen. Ich glaube 2. Schauen mal, wie viel wir brauchen, dann werden wir ja sehen, wie viel wir kaufen. Wir haben ja auch ein bisschen Kohle. Wir haben ganz Greif ihn nur nicht an, bitte. Ja. Wir haben ganz knapp 3 Shards nicht. Na doch, 800 kostet eine. Haben wir also 3. 1000. Ah, nee. Hast recht. Ich habe mich gerade verzählt. Ich war gerade bei mal 6, also ja, bei der 6er Malfolge. Das wäre natürlich cool. Waffe verstärken. Genau. Gucken wir erstmal, was wir da brauchen. Warum ist denn nicht einfach die ausgerüstet ist, ganz oben? Haben wir die Kiste gekauft? Nee, ne? Ach, liebe Zeit. 2 Scherben brauchen wir. 2 kleine Scherben, eine haben wir. Genau. Und wenn wir 2 kaufen, haben wir für die nächste, ich glaube, die nächste Stufe brauchen wir 3 Scherben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. 3 kleine Scherben? Oder? Ja, große brauchen wir noch nicht. Große brauchen wir erst ab plus 5. Ich kaufe erstmal nur eine. Hm? Wir machen das und dann werden wir ja sehen. Genau. Gegenstand kaufen. Kleine Scherbe. Eine. Danke, Schmied. Waffe verstärken. Das war zu weit. Oh. Danke, Schmied. Zweikensnabel. Yo. Haben wir von ihm schon die unendliche Kiste gekauft? Kann durch. Oder können wir das nicht bei ihm machen? Ich glaube, die ist teuer, die haben wir nicht gekauft. Jo. Er verkauft die auf jeden Fall, soweit ich weiß. Ja, 3 kleine Scherben brauchen wir. 3 kleine Scherben. Warte, lass mal sehen, hier irgendwo. Da, bei Key-Items. Die Reparatur, haben wir die doch gekauft? Ich glaube, wir haben die unendliche Kiste schon gekauft. Weil dann können wir theoretisch den jetzt... den Müll erstmal wegschmeißen, den genau, wir nicht brauchen. Ja. Genau. Was wollen wir beibehalten? Die, nix. Gar nichts, wir nehmen nichts mit. Okay. Also auf jeden Fall meine gigantische Sammlung. Jetzt muss ich ja an Dolchen. Meine gigantische Sammlung an. Nee, haben wir nicht. Hä, aber der verkauft die doch. Dann ist es vielleicht der Katanamann, der die verkauft. Der Katanamann. Wer ist der Katanamann? Was? Wer ist der Katanamann? Der unten, bei der Undead Burg. Wo man erst durch die Kisten durchrollen Stimmt, muss. Stimmt, der könnte. Ja. Naja. Ich glaube, der hat die auf jeden Fall. Wow. Okay. Was wir noch machen können ist, wir haben noch ganz viele Seelen von Untoten und sowas alles aufgesammelt. Ja. Ich glaube, da können wir uns lustig lachend und dann halt einfach die Waffe noch weiter upgraden davon, würde ich jetzt mal schätzen. Also entweder leveln oder Waffe upgraden, aber ich würde sagen, Waffe upgraden ist eigentlich. Wir müssen auf jeden Fall noch die 3 Scherben jetzt investieren. Ja, genau. Noch einen hoch. Jo. Dann Hau rein. Gegenstände. Das hier ist nehmen wir einmal die. Jo, die sollte auch direkt ziemlich viel geben eigentlich. Also okay. Die gibt nämlich ganze 2000. Naja, okay, das war jetzt weniger als ich dachte. Naja, aber das sind jetzt quasi 4 Scherben, die man auch wenn wir bloß 3 brauchen. Egal. Hi. Ja, bitte. Die denn im Forging. Gegenstand kaufen. 3 Stück bitte. 1, 2, 3. Okay. Wir brauchen ja auch ein paar Seelen, damit er da überhaupt dran werkelt. Nämlich auffallen. Waffe verstärken. Aber wir müssen uns unbedingt diese unendliche Kiste holen. Kann man nicht einfach den Scheiß discarden und irgendwo hinschmeißen, den wir nicht brauchen? Ja, das geht auch. Ich meine, manches können wir ja dann, ne, falls wir es wollen, behalten, aber... Ah, siehst du jetzt? Wir können tatsächlich noch gar nicht, ich glaube, die Waffe können wir noch gar nicht auf plus 5 bringen, oder haben wir sie jetzt gerade auf plus 5? Ich habe sie gerade auf plus 5 gebracht. Ah, okay, siehst du? Aber wir kommen jetzt hier nicht weiter. Nee, weil dafür brauchen wir erstmal die... Nee, die Glut bringt auf von 10 plus 10 auf plus 15. Moment, nee, mach mal B. B. Und dann, ich glaube, Ausrüstung umwandeln, glaube ich. Zumal es wird eine Spezialglut benötigt. Ja, okay, gut. Wir müssen erstmal in die Tiefe, um uns die erste Glut zu holen. Das ist ja das, was wir dann als nächstes machen. Das machen wir jetzt ja sowieso, ja. Richtig. Aber nicht mehr in dieser Folge, Leute. Nee, dann das war's mit dieser Folge von Let's Play Dark Souls Remastered. Wow. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal an diesem Punkt hier wieder und dann geht's ab in die Tiefen.
Und dann mal schauen, ob wir es dann auch direkt bis Blighttown schaffen. Fingers crossed, aber wir haben jetzt einen Falkenschnabel plus 5. Und das ist schon mal viel wert. Würde ich sagen. Ja. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss, bis dann. Macht's gut.